Deutschunterricht lebendig gestaltet. Unkaputtbar war der Titel des Stücks, das heute vor Eberswalder Schülern im Haus Schwärzetal aufgeführt wurde. Die 70-minütige Aufführung für Jugendliche war ausgerichtet auf die Altersgruppe ab 14 mit ihren Problemen und inneren Widersprüchen. Darsteller des Mecklenburgischen Landestheaters Parchim zeigten Jugendliche auf der Suche nach ihrem Platz im Leben. Ein Theaterstück um Sehnsucht nach Liebe, Wärme, Anerkennung und Toleranz. Neben Fernsehen und Internet bietet eine Bühnendarstellung auch heute noch genügend Erlebnis, um ein junges Publikum zu fesseln. Dementsprechend nahmen die Schüler das greifbar dargebotene Leben mit Spannung und Interesse auf. Am 7. Dezember wird das Ensemble erneut ein Gastspiel im Haus Schwärzetal geben, dann mit dem Märchenkönig Drosselbart für Kinder ab 4 Jahren.